Grundrente. Darf die deutsche Rentenversicherung ohne Kenntnis des Berechtigten des Versicherten oder dessen Ehepartners bei deren Banken Kontodaten, Schließfächer oder Depots abfragen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Seit dem 19.02.2020 ist es ja klar, die Grundrente ist beschlossen, sie wird kommen. Und zwar mit Beginn 1. Januar 2021. Zum 14. Februar 2020 hat die Bundesregierung einen aktualisierten Gesetzesentwurf zur Grundrente veröffentlicht. Und der liegt mir hier auch für dieses Video vor. Und jetzt ist es so, dass es findet eine Einkommensanrechnung statt nach § 97a SGB VI und dazu müssen oder sollen natürlich die Versicherten, also der Grundrentenberechtigte, Informationen geben, was habe ich für Einkommen, ja, oder dessen Ehepartner. So. Und wie das eben immer so im Leben ist, der deutsche Staat vertraut ihnen natürlich nur so weit, dass es auch tatsächlich auf dem Papier steht. Also auf Deutsch gesagt nämlich gar nicht. Denn in einem Paragraphen 151, warten Sie mal, ich kann es Ihnen gleich sagen, das ist jetzt hier, jetzt sind wir mal so ganz live drin, im Paragraphen 151b und 151c ist nämlich SGB VI das sogenannte automatisierte Datenabrufsverfahren für Einkommen geregelt. Das heißt, die deutsche Rentenversicherung darf grundsätzlich bei Ihnen und bei Ihrem Ehegatten über die Finanzverwaltung Daten grundsätzlich abrufen. Und zwar, indem dort ein Auftrag abgegeben wird über die Steuernummer und von dort aus gibt es dann ein automatisiertes Datenabrufsverfahren, und zwar bei der entsprechenden Bank des Versicherten. Also es wird sozusagen über die Finanzverwaltung hier das Datenabrufsverfahren in Gang gesetzt. Hintergrund ist, man möchte ein bürgerfreundliches, effizientes und verwaltungsökonomisches Verfahren zur Ermittlung der Einkommen hier in Gang setzen oder schaffen. Etwas ganz Neues hat man sich da auf die Fahnen geschrieben. Aber der Knackpunkt ist der, dass ohne Ihre Kenntnisnahme die deutsche Rentenversicherung erst einmal unter Blick auch des Datenschutzes von Ihrer Bank oder von der Bank des Ehepartners Daten abrufen darf. Die darf also wissen, was ist auf dem Konto drauf, wegen den Zinsen, oder wie viel Einkommen haben Sie da, ja, dass man sieht, was kommt da an Geld rein, was haben Sie für Depots und auch Schließfächer. Also wenn also zum Beispiel im Schließfach Aktien gelagert sind, dass dort die deutsche Rentenversicherung eigentlich letzten Endes Bescheid weiß. Sie werden natürlich, wenn das Verfahren dann bei Ihnen durchgeführt worden ist, von der deutschen Rentenversicherung informiert. Dazu ist die deutsche Rentenversicherung auch rechtlich verpflichtet. Aber verhindern können Sie das selbstverständlich nicht. Also Sie können da keinen Widerspruch einlegen und die deutsche Rentenversicherung wird Sie da auch im Vorfeld nicht informieren, dass man Ihre Daten abruft. Dieser Datenabruf wird natürlich nicht flächendeckend durchgeführt, sondern nur stichprobenartig. Das heißt also, wenn hier irgendwas auffällig sein sollte oder Schwierigkeiten bei der Datenerhebung sind, wird dort dann bei Ihrer Bank, das wird dann meistens die Bank sein, wo auch die Rente hin überwiesen wird, der Datenabruf vorgenommen werden. Also, nochmals, Datenabruf auch ohne Ihre Kenntnisnahme bei Ihrer Bank oder bei der Bank des Ehepartners möglich. Das wird jetzt ab dem 1. Januar 2021 Rechtspraxis werden im Zusammenhang mit der Grundrente. Näheres zum Thema Datenabruf, Einkommensanrechnung, Grundrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Nochmals, damit es auch wirklich klar wird für Sie, die Erhebung dieser speziellen Daten zum Einkommen für den Grundrentenberechtigten oder des Ehegatten ist auch ohne Ihre Einwilligung
möglich. Es wird von Ihnen keine vorherige Einwilligung eingeholt und damit auch keine Möglichkeit besteht, dass Sie hier der ganzen Sache widerrufen können. Und zwar habe ich mir das nicht ausgedacht, sondern so steht es in der Gesetzesbegründung zum Grundrentenentwurf geschrieben, und zwar auf der Seite 50 zum Paragraphen 151b. Ich zitiere das einfach mal ganz kurz. Die Einholung einer Einwilligung zur Erhebung der nach § 97a erforderlichen Daten von Millionen von Rentnerinnen und Rentnern wäre für die Berechtigten ein zumeist älterer Personenkreis aufwendig, langwierig und wegen der Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs der Einwilligung nicht effizient. Damit würden die Interessen der Begünstigten an einer zügigen Auszahlung nicht gewährleistet. Ausrufezeichen oben, Ausrufezeichen unten. Man verweist hier in dieser Begründung dann auf eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2016 zur Auftragsdatenerhebung. Und es wird einschränkend noch gesagt, es werden ja nur solche Daten erhoben, die auch tatsächlich für die Berechnung der Grundrente erforderlich sind. Letzten Endes werden Sie über die Datenerhebung informiert, aber Sie werden erst danach informiert. Das heißt also, Effizienz soll es sein, aber der Staat vertraut Ihnen natürlich auch nicht. Also Datenerhebung bei Ihnen oder Ihrem Ehegatten. Uns würde interessieren, was Sie zu dieser ganzen Angelegenheit zu sagen haben.